So, hallo, ich begrüße euch. Bevor wir das allererste Mal Zelda Echoes of Wisdom starten, direkt im Startmenü der Switch. Deswegen, es ist für mich komplett blind. Ich habe lediglich den kurzen Trailer mal gesehen. Ich weiß also ganz, ganz, ganz grob, wie das Gameplay aussehen könnte, was so die Mechaniken sind, aber sehr viel mehr weiß ich nicht über das Spiel. Deswegen gehen wir einfach völlig unvorbereitet rein. Und ihr verratet auch bitte, solltet ihr mehr über das Spiel wissen, nix in den Kommentaren oder so. Na, also keine Spoiler, sonstiges. Lasst mich einfach das Spiel spielen. Es wird ungeschnitten sein. Ihr seht das Spiel so, wie ich es auch erlebe. So. Und ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit gefunden, mal aufzunehmen. Ich sehe nur jetzt schon das Problem, dass wir dieses Spiel zwischendurch immer unterbrechen müssen, weil ich halt dann nicht mehr zum Aufnehmen komme. Aber ich weiß auch nicht, wie lang es ist. Das kennt man aus dem Trailer. Aber das ist jetzt ja egal. Wir gucken uns das natürlich an. Link ist am Start. Oh, ich spiele Link kurz oder was? Auch interessant. Okay. Also ist ja völlig egal, was ich jetzt mir hier angucke, weil, ne? Wir spielen Link jetzt eh nicht sonderlich lange. Spoiler an der Stelle. Aber interessant, dass man überhaupt Link spielt. Vielleicht, okay, das wäre natürlich super cool, wenn man Link später auch spielen könnte. Also wenn man wirklich nicht nur. Ich meine, haben sie wirklich jetzt für diesen Moment? Das glaube ich ja fast nicht. Ich glaube nicht, dass sie nur für den Moment. Okay, das wäre voll cool, wenn man Link weiterspielen könnte irgendwann. Aber gut, wir spielen erstmal Link. Ist auch schon mal sehr schön. Dass er einfach so springen kann, ne? Ohne Feder. Ich kann einfach springen. Das ist voll cool. Ah, wär cool, wenn man Link weiterspielen könnte. Aber mal gucken. Vielleicht steuert sich ja der andere Charakter ähnlich. Warte, kann ich hier eine Bombe legen? Nö. Okay. Also ein Spiel in dem Design, ne, wäre schon auch ziemlich cool. Also ein Zelda-Spiel, also ein Zelda-Spiel, wie man es sonst kennen würde. Ja. Okay. Ja, komm, wir haben genug Herzen, wir dashen jetzt einfach mal durch. Das soll jetzt nicht das Problem sein hier. Ich muss ja sagen, dadurch, dass man natürlich den Trailer schon gesehen hat und. Also, ich hoffe, ich spoiler das jetzt kurz. Ich hoffe, ihr wisst alle, dass man in diesem Spiel nicht Link steuern wird. Aber ich finde, hätte man den Trailer nicht gesehen, wäre die Überraschung natürlich jetzt, so wie sie es hier aufbauen, noch viel, viel größer gewesen. Na, so, du startest mit Link und du denkst dir ja nichts Schlimmes. Das ist ja, also. Das wäre ja normal, ne? Das wäre ja ganz normal, dass man mit Link spielt. Und nur weil man jetzt schon weiß, dass sich das natürlich gleich ändern wird, fühlt sich das natürlich anders an. Aber ich glaube, die Überraschung wäre nochmal viel größer, wenn man das nicht wissen würde. Aber ich sage mal das zu. Warte, ZL anvisieren, was? Ah. Aber, okay, aber es muss doch. Also, wenn man diese ganzen Steuerelemente hier bekommt, ne? Dann muss es doch so sein, dass man trotzdem auch Link später spielen wird.
Das kann ich mir ja fast gar nicht anders vorstellen. Vielleicht wechselt es sich dann so ab. So ein Teil spielt man den anderen Charakter und ein Teil spielt man Link oder so. Das wäre auch cool. Also könnte ich mir alles vorstellen. Mein Link spielt sich großartig. Also sehr, sehr schön bisher. Ich gehe jetzt aber auch nicht davon aus, dass ich hier irgendwas verpassen kann. Ne? Also ich werde jetzt nicht hier großartig schon Geheimnis oder sonst was suchen. Ich glaube nicht, dass mir da wirklich viel gegeben würde. Aber es ist ein sehr interessantes Intro. So habe ich es nicht erwartet. Ich dachte, das ist alles nur Teil einer Sequenz. Die Sequenz, die man schon im Trailer gesehen hat. Du schon wieder. Nerviger Wicht. Obwohl, dieses Mal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Jetzt können wir sogar tatsächlich kurz gegen ihn kämpfen. Das ist ja lustig. Das ist ja voll lustig. Lustig ist jetzt, man kann ihn auch angreifen. Auch, also, man könnte jetzt dieses Tennisspiel mit ihm spielen, aber man kann ihn einfach auch so angreifen. Also greife ihn einfach auch so an. Schieß auch mal einen Bogen in ihn rein. Ups. Ja, das geht auch sehr gut. Kann ich ihn auch eine Bombe ins Gesicht werfen? Nice. Jetzt wollen wir aber mal Tennis mit dem Spiel. Komm, mach mal dein Tennis-Ding. Nice. So, wiedersehen. Ja, und das kennt man jetzt wieder aus dem Trailer. Interessant, dass man da selber hinspielen darf. Puff. Schnell noch die Prinzessin befreit. Und das war's mit Link. Siehe da. Okay, ich kann mit ihr auch gleich springen. Das ist cool. Wir spielen Zelda. Wer hätte das gedacht? Jeder, der den Trailer gesehen hat, natürlich, logischerweise. Aber das wäre jetzt nämlich halt die Überraschung schlechthin, wenn man es nicht gewusst hätte. Na, wenn diese Überraschung offen geblieben wäre, das wäre krass geworden. Erstmal die Kapuze klauen vom Schwertkämpfer. Diese Kapuze hat der grün gewandete Schwertkämpfer zurückgelassen. Damit kannst du dein Gesicht beinahe vollständig verbergen. Und wir versinken auch. Nur worin versinken wir da eigentlich? Okay. Wir versinken doch nicht? Ach, oder sind wir jetzt in einer anderen Dimension gelandet dadurch? Ah, das kann sein.
Ach nee, ich darf nicht. Ach so, ich hätte vorhin fliehen können. Ups, das habe ich nicht gecheckt. Direkt ersten Tod. Okay. Schneller, oha. Und wir sind draußen. Und hier hört das jetzt einfach auf, diese komische... Was ist es? Keine Ahnung, eine Anomalie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie man es nennt. Es bekommt bestimmt irgendeinen Namen, dieses schwarze Loch-Ding. Aber warum hört es einfach hier auf? Warum verbreitet es sich jetzt nicht noch weiter? Hätte auch die ganze Welt gleich ne, einnehmen können. Uiuiuiui, Hyrule. Ich bin gespannt, an welches Hyrule es angelehnt ist. Also ob sie jetzt von irgendeinem Hyrule, was wir schon kennen, so praktisch den Aufbau genommen haben, oder ob es ein komplett neues Hyrule ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt ist Zelda scheinbar diejenige, die nicht mehr reden kann. Es sind immer die Hauptcharaktere, die nicht reden können. Schade. So. Oh, es breitet sich doch noch weiter aus, okay. Es breitet sich doch noch weiter aus. Ich habe nichts gesagt. Was für eine Freude, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht es euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Jetzt bin ich gespannt, ob Zelda reden kann oder nicht. Ganze 7 Tage wart ihr verschollen. Kaum noch jemand rechnete mit eurer Rückkehr. Die Soldaten haben fieberhaft gesucht, aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, ihr wärt weggezaubert worden. Yippie, Prinzessin Zelda, spiel mit mir. Jetzt klafft schon mitten in der Stadt ein Riss, aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Ja. Eure Hoheit, ich möchte euch auch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Wenn er euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich sein vor Glück. Okay, Zelda redet einfach nicht. Wir gehen. Tschüss. Euer Hoheit, wo wollt ihr denn hin? Dort geht es doch nicht zum Schloss, wo euer Vater auf euch wartet. Ja, aber wer sagt denn, dass ich zu dem möchte? Ich möchte hier jetzt raus in den Garten. Euer Hoheit, wo wollt ihr denn hin? Ja, okay. Ich bin so froh, dass ihr unversehrt seid, euer Hoheit. Eure Hoheit. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Nee, eigentlich nicht. Aber gut, sagen die alle das Gleiche? Bitte geht nicht wieder weg. Lass uns spielen. Mit eurer Sinrike ist mir wahrlich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich werde dieser finsteren Kreatur niemals verzeihen, die euch verschleppt hat. Niemals. Ja, das wird Ganon jetzt sicherlich ärgern. Ich glaube, ich sollte mich nachher umgucken. Ich glaube, wir gehen erstmal der Story nach, ne? Ich glaube, hier mit den Leuten reden kann man noch früh genug. Wir gehen erstmal der Story nach. Oh. Ja, das sieht nicht so gut aus. Wir gehen erstmal der Story nach. Ist in Ordnung. Willkommen zurück, Prinzessin. Okay, es ist eine alte Impa auf jeden Fall. Willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich euch nicht beschützen konnte. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Hyrule-Stadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Ja, aber Link ist weg.
und ihr seid ganz allein zu uns zurückgekehrt. Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Ach, was rede ich da? Vor lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euren Vater nicht länger warten lassen. Ich frage mich gerade, so wie sie redet, kennt man hier Link überhaupt? Also, oder war jetzt Link hier in dem Fall jemand, der losgezogen ist, um Zelda zu retten, aber niemand kannte den vorher so in der Form? Wir werden sehen. Also kennst du Link, Impa? Weißt du, wer Link ist? Alle sagen nur, ja, ich bin zurückgekehrt als Zelda, so alles cool. Aber die sind alle nicht so, ja, wo ist eigentlich Link? Also wie wichtig ist Link bisher in dieser Timeline? Das würde mich interessieren. General Dex, Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Ministerin Sinstra. Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht es uns, euren ergebenen Dienern zur größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Sinstra ist alleine von der Darstellung her jetzt schon ein bisschen sass für mich, muss ich sagen. Das könnte wieder so ein Charakter sein, der hier im Hintergrund arbeitet und am Ende böse ist. Na, so einfach von der Vibe. Aber wir werden sehen. Am Ende tue ich der Dame vielleicht komplett unrecht. Ministerin Sinstra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe eilen konnten. General Dex, Ministerin Sinstra. Euer Pflichtbewusstsein ehrt euch, aber nun soll erst einmal die Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Ich finde es auch interessant, die anderen bekommen einen Namen, eher so König von Hyrule. Wie heißt er denn? Ah, ich habe den Namen vergessen. Egal, solange ich hier den Namen nicht bekomme, muss ich ihn auch nicht so nennen. Geliebte Zelda, komm zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Ich bin nah genug. Okay. Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz und gar unverletzt? Ach, was bin ich froh. Nun erzähl uns bitte, was in aller Welt dir zugestoßen ist. Oh. Ein grün gewandeter Schwertkämpfer, die kennen Link nicht. Also Link ist hier sozusagen so kompletter No-Name. Krass. Okay, also wir sind in einer Storyline, in der Link nicht bekannt ist. Sensationell. Ein blaues Ungeheuer hat dich entführt, aber da kam ein grün gewandeter Schwertkämpfer und hat dich gerettet. Ist das die Wahrheit? Hm. Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt. Was für ein tragisches Ereignis. Hm. Er hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt das wohl, dass er auch weggezaubert wurde. Für wahr, man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Weggezaubert, so nennt das Volk es doch, wenn jemand plötzlich verschwindet ist, wäre er vom Erdboden verschluckt worden. So ist es. Dieses beängstigende Phänomen plagt unser schönes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeit geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen nie wieder auf. Daher schärfen wir ihnen von klein auf einzig davor zu hüten, weggezaubert zu werden. Doch bisher konnte nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Zurück bleibt der hohle Schmerz der Hinterbliebenen. In letzter Zeit erreichen uns aus allen Regionen Berichte über weggezauberte Personen. Ja, und es betrifft nicht mehr nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grün gewandeten Schwertkämpfer aufnehmen. Euer Majestät! Ha. Was stammelst du herum? Nun sag schon, was geschehen ist. Ha. Es ist schrecklich. Die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen großes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten, ja? Ha. Jawohl! Ja, die tauchen einfach auf. Und versperren mir den Weg. Ich sehe schon. So kann man so kann man die Abschnitte deutlich verringern. Indem man sie erstmal bewegen kann. Im Sudelia-Dorf wurde jemand am helllichten Tag von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Mods. Okay, also nichts davon ist bekannt. Weder kennen die Ganon, noch kennen die Moblins. In welcher Timeline sind wir?
Besorgniserregend. Das erfordert sofortiges Handeln. Lass sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausrücken bereit machen. Jawohl. No. General Dex, Ministerin Sinstra. Euer Majestät. Sinstra, setzt deine Nachforschungen zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung. Na, ich glaube, Sinstra ist doch nicht Sass. Ich nehme einen Sass zurück. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster. Triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und alle unsere Untertanen sicher zurückbringen. Oh boy. Na, sauber. Ja, geht halt nicht da rein. Oh mein Gott. Oh fuck. Jetzt sind sie alle drei böse und ich habe vor nur Sinstra verdächtigt. Oh no. Wachen. Bringt sie in den Kerker. Wie bitte, die Prinzessin? Zelda, mein Eigenfleisch und Blut hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine derart gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meinen eigenen Augen nicht trauen, aber General Dex und Ministerin Sinstra haben es auch gesehen. Nun steht nicht herum, nehmt sie sofort in Arrest. Jawohl, zu Befehl. Ja, Zelda kann natürlich nicht reden. Sonst könnte sie einfach sagen, was passiert ist. Wobei es immer noch 3 gegen 1 steht. Aber gut, Hauptprotagonisten können halt nicht reden. Warum musste die Prinzessin in den Kerker? Was denkt der König sich dabei? Hast nicht gehört, der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben. Was, du machst Witze? Dann ist sie wohl auch für die restlichen Risse verantwortlich. Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar, sie hinrichten zu lassen, um das Reich zu bewahren. Ja, jetzt wird's aber düster. Die Prinzessin auf Schafott, das darf doch alles nicht wahr sein. Die Comic-Grafik und dann einfach Hinrichtung. Alles klar. So. Ja gut, ich bin kurz rumgehüpft und dann geht's einfach weiter. Von alleine werde ich hier wohl nicht rauskommen. Tja. Und der Spielbegleiter ist da. Wer bist du denn? Kannst du mich sehen? Mein Tri, okay. Oder Try. Ich nenne ihn Try wegen Triforce, okay? Ist Try in Ordnung oder wollt ihr, dass ich ihn Tri nenne? Schreibt's in die Kommentare. Apropos, schreibt gerne mal in die Kommentare, wer alles hier dieses Let's Play guckt, damit ich weiß, ob ich das für 2 oder 3 Leute aufnehme. Ja, nein, also, keine Ahnung, interessiert mich einfach. Gerne auch immer das Video liken, dann sehe ich auch, dass es noch Leute angucken. Das motiviert dann ein bisschen, vielleicht schneller aufzunehmen. Mein Name lautet Try. Ich wurde auch von diesem blauen Ungeheuer geschnappt. Seitdem bin ich in deiner Nähe. Deshalb bin ich dir auch in dieses Schloss gefolgt. Sagst du mir deinen Namen? Ja, den darf ich mir jetzt wahrscheinlich wieder raussuchen. Ist typisch Zelda-mäßig. Okay, nein, darf ich nicht. Alles klar, ich heiße Zelda. Ist in Ordnung. Zelda, alles klar. Wenn du hier bleibst, ist dein Leben in Gefahr. Diese Person, die dich hat einsperren lassen, dieser König, ich habe gehört, wie er gesagt hat, bereitet alles für die Hinrichtung vor. Das musste ich dir sofort mitteilen, Zelda. Ah, danke, dass du mir meine Hinrichtung mitteilst. Der Riss hat den König und seine Berater verschluckt und dafür kamen 3 andere heraus. Ja, das haben wir auch mitbekommen. Wie, Zelda? Du hattest auch bemerkt, dass mit denen irgendwas nicht stimmte? Doppelgänger nennt ihr so etwas. Interessantes Wort. Jedenfalls ist es hier zu gefährlich für dich, Zelda. Wir müssen die Verschwundenen aus dem Riss retten und die Wahrheit aufdecken.
Wer in einem Riss steckt, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Aber wenn wir beide zusammen in den Riss gehen, können wir es mit vereinten Kräften vielleicht schaffen. Im Moment hat deine Sicherheit jedoch erst einmal Vorrang, Zelda. Lass uns zusammen von hier verschwinden. Ich würde es halt echt feiern. Also ist, so könnte ich mir fast das Spielkonzept vorstellen. So, irgendwann retten wir Link und dann wechselt es sich so ein bisschen ab. So, Zelda macht irgendwie Sachen auf der Overworld, keine Ahnung, und Link macht dann so verschiedene kleine Dungeons. Ich glaub's irgendwie noch nicht, aber alleine, dass man Link halt am Anfang steuern konnte, diese Steuerung haben die nicht komplett grundlos eingeführt. Nur um diesen Anfangsflair zu haben, das glaube ich nicht. Im Moment hat deine Sicherheit jedoch erst einmal Vorrang. Zelda, lass uns zusammen von hier verschwinden. Ja. Musst du mir wohl helfen, ne? Sonst wäre ich schon draußen. Wie, du kommst hier nicht durch? Das macht es natürlich schwieriger. Dann leihe ich dir meine Kraft. Und das ist die, ich kann durch Gitter gehen, Kraft, oder war... Ach so, das ist der Stab. Ah. Okay, ich komme hier anders raus, ich verstehe. Du hast den Tri-Stab ausge... Okay, Tri-Stab. 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 Wie heißt das Ding auf Englisch? Tri-Stick? Tri-Stick? Keine Ahnung. Tri-Stab, Tri-Stab, was auch immer. Die Farben dieses Stabs ähneln Tri. Er strahlt eine sanfte Wärme aus. Ach, guck mal! Guck mal, Tri hat auch diese Dreiecke. Also es sind auch drei Dreiecke. Das ist, der Typ ist einfach das Tri-Force. Ich nenne den Tri. So. Wenn ich mir etwas in dieser Welt merke, kann ich Echos davon erstellen. Ah, Echos of Wisdom. Ich weiß nicht, was genau du benötigst, aber ich bin sicher, meine Kraft wird dir nützlich sein. Wenn du etwas glitzern siehst, drücke ZR. Wie wäre es, du machst aus der Tür hier was? Guck mal. Wieso sehe ich nur das glitzern? Wieso sehe ich alles andere nicht glitzern? Ja, also natürlich gehen da nur bestimmte Sachen. Ich verstehe das schon. Aber ich bin gespannt, ob sie das irgendwann erklären. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ach, ZR. Tisch gemerkt. So kannst du dir ein Objekt merken. Danach kannst du mit Hilfe von Y ein Echo davon erschaffen. Jetzt kann ich praktisch überall Tische spawnen lassen. Ich drücke Y. Nee, ich drücke X. Ups. Wo ist ein Y? Hallo? Ah. Das hat geklappt. Sehr gut. Auf diese Weise erschaffene Dinge nennen wir Echos. Gab es nicht auch ein Metroid, was Echos hieß? Metroid 2 war, glaube ich, Echos, oder? Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst... Also Metroid Prime meine ich natürlich. Wenn du ein Echo verschwinden lassen... Ich freue mich total auf... Entschuldigung, ich freue mich total auf Metroid Prime 4. Das muss auch irgendwann dann gespielt werden. Aber... Ja. Schule. Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst, dann drück in seiner Nähe ZR. Um alle Echos auf einmal verschwinden, halte ZR gedrückt. Okay. Merke dir mit Hilfe von ZR. Okay. Wie viel du erschaffen kannst, hängt von der Anzahl an Tries ab. Oh. Ah, das sind die drei Dreiecke auf seinem Ko. Ah, ja, ja, okay. Vielleicht ist das doch nicht das Tri-Force. Weil das heißt ja dann, das werden noch mehr. Na? Aber ist schon mal interessant. So, und jetzt will ich alle auf... Kann ich das irgendwie eine Leiter benutzen? Nein. Aber rein menschlich wäre das möglich, ne? Hier als Leiter so hoch. Naja. Okay. Jetzt lassen wir mal alle auf einmal verschwinden. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Ach so. Ui. Wie viel kann ich mir gleichzeitig merken? Sehr gut, jetzt kommst du hier raus. Aber nur weil hier offen ist. Wenn jetzt hier nicht offen wäre, hätte uns das nichts gebracht. Was für ein Glück.
Plot-Armor ist hier wieder richtig am Start. Man hat einfach diese Tür offen gelassen. Ich meine, hier ist keiner drin, also ja, lässt man halt die Tür offen. Aber gerade... Es ist schon sehr dämlich. Also es ist schon sehr dämlich hier, ne? Egal. Wir wollen Logik ins Spiel nicht hinterfragen, nicht wahr? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jedes logische Verhalten wäre jetzt, sie hier wieder einzusperren und die andere Tür zuzumachen. Das wäre logisch. Was tut er? Hab ich euch. Prinzessin Zelda, wie seid ihr aus eurer Zelle entkommen? Der König hat eure Inhaftierung verfügt, also macht uns bitte keinen Ärger. Ja, also... Das ist halt schon sehr unlogisch, dass man jetzt hier raus kann. Da hätte ich mir eine etwas andere... einen anderen Grund gewünscht, aber gut, was soll's. Ne? Mal gucken, wie viel Unlogik muss noch in dem Spiel passiert. Ach so. Ach, jetzt müssen wir schon schleichen, ne? Na gut, dann. Ah, jetzt kann ich mir Kisten auch noch merken. Holzkiste gemerkt. Lexikon öffnen. Ja, jetzt geht's los. Wenn du gedrückt hältst, siehst du alle Echos, die du bislang gemerkt hast. Triff mit Hilfe von R deine Auswahl und lasse lohnen, dein schärfstes Echo zu werden. Okay, das wird hier wahrscheinlich sehr lange. Eine sehr lange Liste. Lexikon. Ja, das könnte hier sehr viel Platz noch geben. Inventar gibt's auch dann verschiedene Sachen. Okay, Geld haben wir noch nicht. Wir sind nämlich Zelda als Prinzessin und arm. Wichtige Item. Holy moly, was gibt es hier alles wieder? Uiuiuiui. System. So, wir speichern erstmal. Tipps will ich nicht lesen. Ich gucke trotzdem kurz. Das sind Erklärungen, wenn ich was nicht verstehe. Ja, okay. Schwierigkeitsgrad. Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern. Der Heldenmodus richtet sich an erfahrene Spieler. Du erleidest doppelten Schaden und findest keine Herzen. Warum sollte... Nee. Definitiv nein. Okay. Ich denke aber, dann ist die Steuerung soweit klar, ne? Das dürfte soweit erstmal alles in Ordnung sein. Kamerasteuerung haben wir noch nicht uns angeguckt. Aha. Hui. Oh, das geht auch. Okay, interessant. Aber muss ich gedrückt halten, dass das so ist? Okay. Very interesting. So, und jetzt muss ich aber, wenn ich jetzt eine Kiste erschaffen will... Nein. Wenn ich jetzt eine Kiste erschaffen will, muss ich den drücken und dann ist das da oben drin. Okay. Okay, da muss ich da immer rumwuseln. Yo, Zelda ist einfach... Oh. Ja, was denkst du dir jetzt, ha? gerade war hier noch keine Kiste. Das ist alles ganz normal. Wir bleiben einfach hier stehen und kümmern uns nicht weiter darum. Es ist alles in bester Ordnung. Oh.
Apropos, mir ist letztens ein Krug zu Bruch gegangen. Das hat General Dex gehört und ist sofort herbeigestürmt. Auweia, der hat dir bestimmt den Kopf gewaschen. Nein, ich habe ganz schnell noch einen Krug in die andere Ecke des Raumes geworfen. Der Krach hat ihn auf die falsche Fährte geführt. Tja, General Dex ist manchmal echt nicht der Hellste. Mensch, das sind Krüge. Ich frage mich, was ich hier tun soll. Nein, ich will... Ich wollte es mir eigentlich erstmal merken. Yay, ich kann jetzt Töpfe machen. Steht dann im Lexikon eigentlich auch was, ob die besondere Eigenschaften oder so haben? Ach hier, flacher kleiner Tisch, stabil genug, um darauf herumzutanzen. Okay. Ich hätte jetzt bei einem Tisch an was anderes als Tanzen gedacht, aber gut. Große Kiste aus dünnen Holzbrettern. Sie ist leer und damit leicht genug, um ins Wasser... Ah ja, guter Hinweis, das mit dem Wasser zu lesen. Guter Hinweis, Holzkiste, Wasser. Formschöner Krug aus Schloss Hyrule, der Wert eines Meistertöpfers. So, alles klar. Ja, jetzt kann ich die halt selber erschaffen und Dinge tun. Ich bin gar nicht hier. Oh, oh. Okay, das war nicht so gut. Ah, wir werden nicht mal ins Gefängnis gesteckt. Wie langweilig. Na gut. Jetzt kriegt er den Rubin, das ist frech. Die Mäuse sind auch so, ich verschwinde einfach im Nichts. Tschüss. Oh. Mist, ich wollte doch den Dings versperren. Kann ich das eigentlich? Also sind die wirklich so blöd? Es ist schon sehr lächerlich. Ups. Oh, das war nicht, was ich wollte. Es ist schon sehr lächerlich. Also, aber ist okay. Warum nicht? Warum nicht, ne? Ja, ich mach's, wie ich's machen soll. Ich soll jetzt den Krug hier auswählen. Dann soll ich den Krug da hinwerfen. Dann geht er dahin. Und wir gehen raus. Na gut. So, aber an der Stelle beenden wir mal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nehme auf jeden Fall gleich noch einen neuen auf. Und sage Tschüss.